Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Freunde, hier bei mir im Whisky-Club, hier auf dem roten Sofa. Ich begrüße euch ganz herzlich, um mit mir heute wie jeden Sonntag einen neuen Whisky zu verkosten. Naja, so ganz neu ist er nicht. Glen Grant heißt die Distillerie, es ist der 12-jährige. Kenner unter euch werden ihn bestimmt irgendwann schon mal probiert haben. Und ja, ich wollte einfach bloß diesen schönen Tropfen der Vollständigkeit halber mal hier vorstellen, weil manche unter euch vielleicht sich erinnern, dass ich vor einiger Zeit mal den 10-jährigen probiert habe. Da gibt es mal einen Link zur Playlist von Glen Grant. Und der hat mich ziemlich überzeugt für einen Whisky für 25 Euro. Einen 10-jährigen war der richtig, richtig gut. Hat mir gut gefallen, hat ihm auch das Prädikat preiswerte Whiskys eingebracht. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, mir jetzt auch noch den 12-jährigen zu besorgen, um mal zu schauen, wie der sich denn so schlägt. Glen Grant, kurze Eckdaten, gegründet 1840, liegt im goldenen Dreieck der Speyside, hier auf der Karte zu sehen, hier oben, das Herz der schottischen Whiskyproduktion. Neben vielen, vielen anderen berühmten Destillerien gelegen, von einem Brüderpaar gegründet und so weiter und so weiter, gehört heute der Campari-Gesellschaft. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das wird, glaube ich, ein kurzes, knackiges Video und deswegen werde ich jetzt direkt schon mal anfangen, davon ein Gläschen einzuschenken. Wie gesagt, viel zu berichten gibt es über diese Destillerie nicht. Sie ist gar nicht mal so klein. 6 Millionen Liter Produktionsvolumen und hat eine relativ kleine Core Range. Ja, die Brennblasen sind hoch und schlank. Das heißt, mit hohen, schlanken Brennblasen bekommt man ein relativ weiches Destillat. Ein Destillat, in dem also all die Fuselöle und Eiweiße, die da noch so mit rumschwirren, relativ stark rausgesondert werden. Und ich meine, Glenmorangie beispielsweise macht das ähnlich, die höchsten und schlankesten Brennblasen Schottlands. Und wer Glenmorangie kennt, der weiß, es sind weiche, milde, gefällige Whiskys. Bei Glen Grant ist das nicht anders. So, kurz die Farbe gezeigt. Ha, es ist leider gefärbt, leider kältefiltriert. Hier ist also ziemlich viel dran herum manipuliert worden. Nichtsdestotrotz. Ein kurzer Blick auf die Flasche. Der Glen Grant 12 Jahre wird immerhin mit 43 Volumenprozenten Alkohol abgefüllt. Ich zeige euch hier mal die Flasche. So sieht sie aus. Ein bisschen anders als beim 10-Jährigen, wie ihr euch erinnern werdet, denn da war die Flasche dunkelgrün. Hier ist sie weiß, hell, klar. Man kann den Whisky schön erkennen. Ja, aber dadurch, dass er halt gefärbt wurde, kann man relativ wenig Aussage über ja, die Grundbestandteile treffen, sprich die Fässer. Ne? Also es ist, wie ich in Erfahrung bringen konnte, Ex-Bourbon im Einsatz, das heißt eine amerikanische Weißeiche mit einer mit einem zweiten und dritten Refill, was wiederum bedeutet, dass die Eiche nicht allzu viel in den Whisky abgibt und dass wir es hier mit einem ausgeprägten und schönen Brennereicharakter zu tun haben. Ja, das sind jetzt mal so die Eckdaten und dann halte ich mal das Näschen rein. Kurz noch was zum Preis, auch der relativ erschwinglich, man bekommt ihn so für roundabout 30 Euro. Also er ist im Schnitt 5 bis 6 Euro teurer als der 10-Jährige. Ne? Also das noch ergänzt. Ja, sehr fruchtig, sehr frisch, knackige grüne Äpfel. Das ist das, was mir hier so gerade in die Nase hüpft. Bisschen Orange vielleicht. Zitrusfrüchte ja, aber nicht allzu reife. Und Vanille. Vanillekipfer vielleicht sogar. Also eine schöne Frucht, eine angenehme Süße, eine sehr, sehr gefällige, easy-to-go-Nase. Das kann man nicht anders sagen. Ein Whisky für den Sommer, ein Whisky für die Terrasse. Ein Whisky, den man Freunden anbieten kann, die sich vielleicht noch nicht so richtig mit Whisky auskennen. Ne? Also,
easygoing, ganz unkompliziert, Einsteiger-Whisky. Das ist der 12-Jährige und das war auch schon der 10-Jährige. Da hat sich jetzt in den 2 Jahren nicht allzu viel getan. Probieren wir mal. Auf der Zunge deutlich kräftiger. Süß. Immer noch sehr apfelig, aber diesmal finde ich die Äpfel etwas reifer. Vielleicht so ein bisschen mehlige Apfelsorten. Keine Ahnung, Gala-Äpfel, irgendwie sowas. Schönes, malziges Fundament. Das ist eben, wie gesagt, dieser Brennerei-Charakter, der bei Glen Grant ganz deutlich durchkommt. Was damit zusammenhängt, dass eben die Fässer schon öfter verwendet wurden und nicht mehr so viel eigenes Aroma in den Whisky abgeben. Die dienen eigentlich nur dazu, den ganzen Whisky ein bisschen reifen zu lassen, unerwünschte Bestandteile, Geschmackskomponenten rauszufiltern, aber eben nicht allzu viel in den Whisky hinabzugeben. Also wer keine holzigen Aromen mag, wer es nicht so schätzt, wenn das Fass so übermächtig ist, der ist hier beim Glen Grant 12 Jahre bestens aufgehoben. Ja, bisschen gebrannte Mandeln vielleicht noch so am Schluss, aber ganz dezent, wirklich. Der Schwerpunkt liegt auf der Frucht, auf dem Malzcharakter und auf dem Brennereicharakter. Ja, das ist es. Das Finish, länger als beim 10-Jährigen, bilde ich mir ein. Jetzt nach hinten raus trockener werdend. Ihr erinnert euch, der startete ja schön süß, sehr fruchtig, süß. Jetzt nach hinten raus wird er so ein bisschen trockener, vielleicht so ein bisschen kakaoig. Ja, irgendwas in der Richtung. Aber definitiv kein besonders langanhaltender Eindruck, den er hier hinterlässt. Wie schon erwähnt, easygoing Whisky. Ja, hat mich auch überzeugt. Ich wüsste jetzt nicht, ich müsste jetzt direkt mal im Vergleich noch den 10-Jährigen probieren, wenn ich ihn noch hätte. Das wäre interessant gewesen, wie die zwei sich im Verhältnis zueinander verhalten. Aber ich bilde mir ein, dass der 10-Jährige nicht wesentlich schlechter ist als der hier. Also, ja, man kann sie beide wunderbar trinken und die 5 Euro tun jetzt auch nicht weh, die der mehr kostet. Ne? Ich finde das Design bei dem hier ein bisschen schöner. Ich mochte nicht so sehr diese grüne Flasche, in der man den Whisky nicht so gut gesehen hat. Da gefällt mir das Design hier beim 12er besser. Aber ansonsten, das ist ein Paar Schuhe und was ja nicht schlecht ist. Was ja bedeutet, dass sie ein durchgängig gutes Qualitätsmanagement haben bei Glen Grant. Ja, dementsprechend mal die Wertung. Ich habe dem 10er 86 gegeben. Ich gebe dem 12er 87 von 100 Punkten. Ein angenehmer, unkomplizierter, schöner Whisky, der von mir ebenfalls das Prädikat preiswert bekommt. Absolut seinen Preis wert. Ne? Ja, das soll es gewesen sein für heute. Wie gesagt, kurz und knackig. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat euch bei der Entscheidungsfindung ein bisschen geholfen. Wenn ihr Lust habt, nächsten Sonntag bin ich wieder hier am Start. Da unten könnt ihr den Kanal abonnieren und dann seid ihr immer mit dabei. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss.